liebe Hexe. Ja. Dein Auto. Ein Motorrad. Ein Motorradbuch, ne? Aber wo ist der Hubschrauber? Hubschrauber gucken wir uns gleich mal an. So, wollen wir mal unsere Leute, unsere Gäste mal begrüßen? Ja. Okay. Guck mal da. Und jetzt sagen wir mal Hallo, ja? Hallo und herzlich willkommen, liebe Glücksgäste. Ach nee, wie? Glückskind, weil wir gerne Eltern sind. Hallo und herzlich willkommen zu Das Glückskind. Heute zeigen wir euch meine Top 5 Kinderbücher für Johann, die er ganz, 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 ganz toll findet. Ja. Genau. Richtig. So, Johann, was haben wir denn hier für ein Buch? Das ist das große... Das Polizei! Genau. Und die Feuerwehr. Und die Feuerwehr. Das ist mein großes Bilderwörterbuch Fahrzeuge. Und da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Fahrzeuge mit drin. Und was ist denn, was siehst du da schon vorne auf dem Deckel drauf? Was ist denn da, was sind das für ein Fahrzeug? Ich weiß nicht. Das ist ein... Was ist das? Ein LKW. Ja! Ja. Und was ist das hier vorne drauf? Ein Motorrad. Genau. So, und mit diesem Buch haben wir nämlich die Möglichkeit, unseren Kindern ganz, ganz viel über die Welt der Fahrzeuge zu erklären. Das heißt... Eine Feuerwehr. Genau, da haben wir eine Feuerwehr, da haben wir einen Bagger. Und für uns Große steht sozusagen immer alles drin. Ein Hubschrauber. Genau, weil sonst steht da, sonst sagen wir mal, oh, guck mal, das ist ein Auto, das ist ein LKW. Aber hier ist alles genau erklärt. Ein Hubschrauber. Zum Beispiel ein Hubschrauber. Warte, lass mal ganz kurz los. So, ein Hubschrauber. So, und dann haben wir hier... Es fliegt! Ein Hubschrauber, es fliegt! Genau, der fliegt über die Autobahn. So, und jetzt sehen wir hier ja ganz, ganz viele LKWs und Autos. Und das hier, das ist ein Reisebus. Kannst du auch schon Reisebus sagen? Ja, Reisebus. Super, genau. Und guck mal hier, hier ist ja Mamas Auto. Das ist ein... Cabrio. Genau, ein Cabrio. Und das? Das ist ein Betonmischer. Ein Betonmischer. So, und jetzt gucken wir weiter. Oh, hier ist die Baustelle. Und das Schöne ist daran, dass mit diesen Fahrzeugen auch sozusagen... Aber ist das da? Das ist eine Walze. Eine Walze? Eine und Walze. Das? Das ist ein Straßenfertiger. Und das? Das ist ein Kipplaster. Und das hier ist eine Mini-Walze. Ja, das Schöne an diesem Buch ist, dass er viele Situationen auch von der richtigen Welt kennt. Dass er dann zum Beispiel Autos wiedererkennt, die er dann auf der Straße wirklich sieht und sagt, guck mal, Papa, da ist ein Kipplaster oder guck mal da, Papa, ein Kran. Also das passiert auch dank dieses Buches, weil er es genau definieren kann oder auch benennen kann. Und das Auto. Also ich finde das auch als Papa extrem toll, dieses Buch. Ist das da? Das ist ein LKW. Da können wir uns genau damit beschäftigen, wo wir auch immer Freude dran haben. Na? Gut. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Buch. Lieder, Reime, Fingerspiele. Genau, und da ist auch ein Fuchs drauf. Fuchs, hast du die ganzen Stühle? Gib sie wieder her, gib sie wieder her. Sonst kommt ich der Jäger holen. Mit dem Schießgewehr. Zu Ende. Genau. Ja, also hier sind viele, viele Lieder, Reime und Fingerspiele dabei. Und da ist dabei. Der Bruder Jakob. Bruder Jakob, schläfst du noch? Öffne die Glocke. Ding, dang, dong. Diese CD hat Julia in ihren Meine Top 5 Kinderlieder CDs auch schon vorgestellt. Und das verlinke ich euch jetzt hier oben. Wollen wir das mal hier verlinken, Johann? Dann zeig mal hier drauf. Da. Genau. Ja, und da sind tolle, tolle Lieder mit dabei, die Johann auch mittlerweile gelernt hat, wie ihr das ja auch gerade eben schon gehört habt. Oma hat es mitgebracht. Genau. Setz all die Wand aus, will die Wand tanzt, auf der Mauer, das kleine Wand. Super. Guck mal, das ist die auf der Mauer, kleine Wand. Was haben wir denn noch für Lieder? Jakob, schläfst du noch? Ist das da? Ist das Papa? Das ist von Bruder Jakob, das Auto. Wörtlich. Ja. Ist der Bruder Jakob? Da, sitzt er.
im Fernsehen. Das ist der Bruder Johann. Der Bruder Johann. Bruder Johann, Bruder Johann, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dang. Ding, dong. Ding, dang. Wo ist der Bruder Jakob? Du bist der Bruder Johann. Nein. Nee, noch nicht, ne? Bald. Genau. Ja, wie gesagt, hier kann man viele, viele tolle Reime, viele tolle Lieder entdecken und gemeinsam mit dem Kind, ja, singen. Jetzt kommen wir zur Nummer 3 und zwar ist es mein lustiges Drehscheibenbuch, unser großer Bauernhof. Willst du hier mal drehen? Ein Schwein. Was kommt jetzt? Ein Kriki! Und wer ist das? Mama. Mama. Und wo ist Papa? Das ist eine Bäuerin. Papa repariert das Auto, oder? Genau, den Trecker. Oh, guck mal, da sind ja die Mäuse drin. Die Mäuse. Die Mäuse haben Läuse. Die Katze hat keine Läuse. Ja, und jedenfalls sehen wir hier ganz, ganz viele tolle Tiere und Situationen. Also es ist eigentlich ein großes Bilderwimmelbuch. Und mit einem Zusatz, dass es sozusagen Verstecke gibt, wie zum Beispiel ein Fenster, wo man an einer Scheibe drehen kann und dann ändert sich die Situation in diesen Fenstern. Sprich, da ist eine Katze, die Katze jagt eine Maus, dann hängt ein Schwein in der Hängematte. Also die Kinder können mit diesem Buch viel erleben und auch entdecken und ich finde auch damit den Wortschatz auch enorm erweitern, also weil er auch gerade mal alles benennen kann. Wir haben immer so ein Spiel gemacht, Johann, was siehst du denn da alles da drauf? Oder ich habe dann gefragt, wo ist denn der Traktor? Hier. Richtig. Und wo noch? Da. Genau. So, und jedenfalls sucht er dann die ganzen Gegenstände. Oder das bisschen Hühner. Genau, das füttert die Hühner, ne? Wie gesagt, viele Situationen, die auf dem Bauernhof stattfinden. Ja, der Vorteil an diesem Buch ist auch, dass es sehr stabil ist und vor allem die Ecken sind abgerundet und auch nochmal durch Schaumstoff, ja, sozusagen richtig kindersicher gemacht. Das heißt, damit kann man sich wirklich nicht wehtun. Es ist alles total weich und sehr, sehr kinderfreundlich. Jetzt kommen wir zu Top 2. Unsere Top 2 ist aus dem Verlag Ravensburger Das bin ich und das bist du. An diesem Buch ist es ganz toll. Was hast du denn da? An diesem... Ach, der Junge macht so. So macht er, guck mal so. So, guck mal, mit dem Finger macht er. Guck mal da aufs Bild. So, mit dem Finger macht er. Weil der sagt, hey, was hast denn du da? Und dann wird das erklärt. Ja, in diesem Buch wird alles rund um den Körper erklärt, wie zum Beispiel Treppensteigen funktioniert. Wir suchen gleich den Schneepi. Wie... das Treppensteigen funktioniert, wie das Hüpfen funktioniert, wie das alles aussieht. Dann haben wir hier, guck mal hier, wie die Nase funktioniert, was kann man riechen, was riecht man gerne. Und da sind so Bilder mit dabei, die aber auch aufklappbar sind. Das heißt, darin wird auch nochmal erklärt, wie was passiert, wenn ich zum Beispiel meine Augen verschließe und dann was rieche. Kriegen wir dann genau das Gleiche mit, was, als wenn wir es auch zum Beispiel sehen. Was schmeckt man? Was schmeckt man mit dem Mund? Johann, machst du mal hier oben mal den Mund mal so auf? Oh, guck mal, da ist ja sogar eine Zunge. So ist er zu und so ist er auf. Und da ist ein Gummibärchen drauf. Schmecken dir denn Gummibärchen? Ja. Guck mal, du kannst mit deinen Händen, kannst du zum Beispiel ein Hamster streicheln, mit der Knete kneten oder kannst du auch klatschen? Klatsch mal. Super. Ja, anhand dieser Situation, die wir dann im Buch auch noch verändern können, lernen Kinder, was passiert, wenn sie beispielsweise krank im Bett liegen. Was passiert danach? Sie werden wieder gesund. Oder wenn man das Pflaster abzieht auf der Stirn, dann sieht man, das Pflaster hat ein bisschen Blut drauf und die Wunde ist auch noch da. Natürlich entdeckt man diese ganzen Sachen auch im echten Leben, aber hiermit kann man das alles, gerade wenn Kinder Fragen haben, auch nochmal genauer erklären. Wie funktioniert das? Ich gebe das. Das ist mein Buch. Ja? Der ein Glücksling. Ein Glückskind. Ein Glücksling. Ja. Ist ein Glücksling? Ja. Ein Glücksling. Ja.
Unser Platz 1 ist das Buch Im Wald. Und das Außergewöhnliche an diesem Buch ist einfach, dass wir es mit digitalen... Da ist noch eins. Ja, da sind noch mehr Bücher, ne? Aber dieses Buch, das sehen wir hier hinten, können wir nicht nur einfach einblättern, sondern wir können es auch digital mittels einer App, ja, das Buch zum Leben erwecken. Das heißt, die App liest einem aus diesem Buch vor, also jetzt nicht Texte, die da drin stehen, sondern ja, man kann ganz viele neue Sachen entdecken. Auch wieder neue Tiere, die man so erstmal gar nicht sehen kann. Und wollen wir da einfach mal reingucken? Also man sieht, man hat hier mit schön handgezeichneten Figuren und Wäldern, ja, einfach eine tolle, tolle Kulisse, die wir entdecken können. Und was findest du denn hier alles drauf, Johann? Was haben wir denn? Was ist das? Ein das? Fuchs, ein Reh. Und das? Was ist das? Reh. Ein Hase. Und das? Das sind Krähen. Und dann haben wir hier auch noch Bäume. Wie wächst ein Baum, dass hier ein Keimling ist. Und irgendwann kommt daraus ein Baum raus. Und der ist erst so klein, der Baum. Und dann wird er so riesig groß. Du weißt ja, wie groß Bäume sind, ne? Wo? Ja, draußen im Garten haben wir zum Beispiel Bäume. Es wird den Kindern viel über den Wald... Ja, eine Schnecke. Noch eine Schnecke. Es wird den Kindern viel über den Wald sozusagen... Ja, eine Papa-Raupe. Ja, in der Videobeschreibung werde ich euch die Links mit einfügen. Das heißt, wir haben das ja einmal in der Roomtour schon mal vorgestellt. Da wird der Link unten mit drin sein. Und wenn ihr mehr über dieses Buch erfahren wollt, das heißt, wie es mit der App funktioniert, dann könnt ihr auch auf meinem Spielzeugwelten-Kanal gehen. Da habe ich euch in der Beschreibung unten auch den Link mit eingeführt. Eingefügt. Ah, das lassen wir drin. Und wenn euch auch noch Babybücher interessieren, dann schaut mal auf alle Fälle bei Natürlich Anna mit vorbei, denn sie hat da ihre Top 5 Babybücher vorgestellt. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz tollen Tag. Abonniert diesen Kanal. Abonnieren und vergesst nicht. Genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann natürlich dafür auch einen Daumen nach oben. Daumen hoch. Daumen hoch, ganz viele Daumen hoch. Und schreibt mal in die Kommentare, welche Top 5 Kinderbücher euch am besten gefallen. Ja, in diesem Sinne, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mickey Maus. Sag mal den Kindern tschüss. Sag mal tschüss, Kinder. Tschüss, Kinder. Tschüss, Kinder. Tschüss. Tschüss. Bis später, aber gehst du ins Kino? Wir gehen ins Kino. Zu Molly Monster. Ein kleines Wunder wurde wahr an dem Tag, als du sagtest, hallo Mama. Deine Augen, dieser Blick, ja dieser schöne Moment, es gibt nichts, das uns trennt. Denn du bist da, wo vor dir noch keiner war, und mir wird klar, ich hab dich gemacht und du mich zur Mama. Hallo und herzlich willkommen zu Das Glückskind.